Das Topspiel in dieser Woche. Bergneustadt trifft auf Fulda. Zwei ungeschlagene Mannschaften mit zwei absoluten Topspielern, Kanakjar und Dimitri Ovtcharov. Beide natürlich an eins gesetzt. Noch müssen wir uns also ein bisschen gedulden, aber die anderen Einzel ebenfalls sehr sehenswert. Ja gegen Kao gleich zu Beginn. Und es ist ein extrem knappes Rennen. Auch Kao, darf man nicht vergessen, hat in dieser Saison noch nicht verloren. Genauso wie auch Ja und Ovtcharov. Schöner Gegentopspin hier von Kao. Und jetzt kann er sich auch Satz 2 holen. Und das tut er. Und auch im dritten hat Kao leichte Vorteile. Nächster Satzball für den Taiwanesen. Und er dreht das Spiel. Satz Nummer 4, ebenfalls sehr knapp. Ja, kann wieder ausgleichen. Das erste Einzel geht also gleich über die volle Distanz. Erst jetzt zieht Ja davon. Matchball. Und 1-0 Bergneustadt. Ja bleibt zunächst ungeschlagen und Kao verliert zum ersten Mal. Bedeutet auch, das Duell der Einser werden wir nachher sehen, wenn Ovtcharov jetzt gewinnt. Er trifft auf Rassenfoss und es sieht nach einer sehr bequemen Sache für den deutschen Nationalspieler aus. Satz 1 gewinnt er mit 7 Punkten Vorsprung. Satz 2 geht in die Verlängerung. 2-0 Ovtcharov, aber Rassenfoss hat schon angedeutet, dass er mithalten kann. Und das zeigt er auch im weiteren Verlauf. Satzball für den Belgier. Und er ist wieder da. Es ist also doch kein lockeres Warmspielen für das Duell mit Ja aus Sicht von Dimitri Ovtcharov. Rassenfoss packt viel Mut in diesen Auftritt, aber Ovtcharov am Ende doch zu stark. Fulda gleicht in der Gesamtwertung aus. Weiter geht's. Duell der Dreier. Duda gegen Meng. Und der Bergneustädter heute sehr klar, sehr schnell und clever in der Entscheidungsfindung. Riesenpunkt hier von Duda. Und auch den Satzball holt er sich. Duda heute sehr explosiv. Spielt teilweise Rückhand, Vorhand. Perfekt im Wechsel. Matchball für den Bergneustädter und der soll es gleich in sich haben. Ja, und seine Mannschaft geht hier wieder in Führung. Und jetzt Vorhang auf für das Beste, was die TTBL Stand September 24 zu bieten hat. Ja gegen Ovtcharov, der personifizierte, perfekte Saisonstart, steht hier zusammen an einer Platte. Satz 1 geht an Ovtcharov, der gegen Ja sogar noch weniger Probleme hat als gegen Rassenfoss. Nach einem knappen zweiten Satz gelingt Ovtcharov in Satz 3 fast alles. 6 Matchbälle. Satte Vorhand, Ovtcharov bleibt ungeschlagen und fügt Ja die erste Niederlage zu. Ein langer Abend in Bergneustadt. Das Spiel hat keinen Verlierer verdient. Da sind sich alle Tischtennisliebhaber einig. Das Schlussdoppel ist ein gnadenloser Begleiter an diesem Spieltag, aber auch ein extrem spannender. Duda und Rassenfoss gegen Kao und Meng. Die Anzeige oben hat sich leider selbstständig gemacht. Deswegen der Spielverlauf kurz erklärt. Die Fuldaer gewinnen die ersten beiden Sätze knapp, aber Bergneustadt kämpft sich zurück. Beide entscheiden sich für einen mutigen, aggressiven Ansatz. Kein ewiges Abwarten, es geht zur Sache. Und es muss so sein, das Doppel geht natürlich auch in den Entscheidungssatz. Und im Highlight-Spiel darf auch ein Highlight-Ballwechsel nicht fehlen. Und achtet auch auf die Bergneustädter Bank im Hintergrund. Der Punkt des Spieltags, den Matchball, hat aber trotzdem Fulda. Und das war's. 3-2 gewinnt Fulda Mabazell das Spitzenspiel. Mehr als 3,5 Stunden Tischtennis auf allerhöchstem Niveau. Fulda beendet den Spieltag als Tabellenführer.